1993 kam es an der University of California zu einem bahnbrechenden Experiment. Bei einer Gruppe von Testpersonen wurde durch das Hören eines Mozart-Stückes das räumliche und zeitliche Denken gesteigert. Nur, dass diese Ergebnisse leider nie wiederholt werden konnten. Du bist so ein Miesmacher. Irgendwas Neurologisches muss da dran sein. Außerdem, britische Wissenschaftler wollen sogar herausgefunden haben, dass Kühe bei der richtigen Musik mehr Milch geben. Oh, so ein Blödsinn! Langsame Titel mit einem Tempo unter 100 Beats pro Minute ließen die Milchausbeute im Vergleich zu musiklosen Tagen um durchschnittlich 3% ansteigen. Nach höherem, schnellerer Titel hingegen waren die Euter nicht so prall gefüllt. Bei älteren Beatles-Titeln soll es sogar zu Protesten im Kuhstall gekommen sein. Martin, komm mal schnell. Das ist doch nicht ernst gemeint. Doch. Ein amerikanischer Wissenschaftler will sogar herausgefunden haben, dass Mozart die Intelligenz von Ratten steigert. Wer war das? Walt Disney? Die Wissenschaftler experimentierten auch mit Kindern. Sie verglichen eine Gruppe Klavierschüler mit einer Gruppe Gesangsschüler. Ergebnis? Die Klavierschüler erzielten eine 34%ig höhere Leistung im räumlich-zeitlichen Denken. Die Musik steigerte die Hirnfunktionen für Mathematik, Schach, Wissenschaft und Technik. Nebenbei verdienten die Forscher noch jede Menge Geld mit dem Verkauf von Mozart für Kinder-CDs. Der berühmte Berliner Musikkindergarten. Hier wird's richtig gemacht. Genies vom Fließband. Sowas wie Mozart in Serienproduktion. Alle Welt weiß um den Zauber der Musik. Nur an Martin scheint das komplett wirkungslos vorbeigegangen zu sein. Wie ist es denn? Werden Kinder durch Musik hören oder durch ein Instrument spielen intelligenter? Intelligenter, so. Ja, darüber gibt es ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen schon. Was ich hier vom Kindergarten sagen kann, unsere Kinder werden aufmerksamer. Sie werden sozial kompetent. Sie hören zu, sie sind relativ leise. Sie kommunizieren anders miteinander. Die Gouverneure der US-Staaten Georgia und Tennessee haben ein Programm gestartet, mit deren Hilfe jedes Neugeborene eine Mozart-CD erhält. Ob der Durchschnitts-IQ der betroffenen Bundesstaaten durch die kleine Nachtmusik angehoben wird, bleibt abzuwarten. Aber irgendwas muss da dran sein. Die Laborratten huschten im Experiment mit Hilfe von Wolfgang Amadeus doch viel schneller durchs Labyrinth. Da ist er. Der Wolfgang. Vielleicht gibt es ein Muster von Nervenzellen im Gehirn, die auf bestimmte Frequenzen reagieren. Ja, vielleicht, Andy. Mittagspause. Hm? Kommst du mit? Martin! Toll, alles für Quatsch zu erklären, das ist ja einfach. In einer vergleichenden Studie testeten Heidelberger Wissenschaftler die Wirkung von Mozart auf Ratten. Dabei maßen sie Blutdruck, Herzfrequenz und Motorik der kleinen Nager. Fazit? Keine Wirkung. Mozart-Hörer wiesen die gleichen Werte auf wie bei absoluter Ruhe. Also wenn uns jemand aufklären kann, dann ist das Eckhard Altenmüller. Der ist nämlich nicht nur Neuropsychologe, sondern auch auf Musiker spezialisiert und hat dazu auch noch selber Musik studiert. Was ist denn jetzt nun dran am Mozart-Effekt? Werden Kinder intelligenter, wenn sie Mozart hören? Also da ist was dran. Eine bestimmte räumliche Fertigkeit wird durch die Musik, durch Mozart, unter Umständen verbessert. Allerdings ist es nicht wichtig, dass es Mozart ist, sondern es muss Musik sein, die den Kindern gefällt. Es kann also zum Beispiel die Musikgruppe Blur sein, das ist damit getestet worden. Und es kann aber auch zum Beispiel eine Kurzgeschichte von Stephen King sein. Wenn die Kinder Stephen King-Fans sind, dann können sie diese Intelligenzaufgabe nach dem Hören einer Kurzgeschichte von Stephen King besser lösen. Und was ist, wenn jetzt die Kinder selber ein Instrument erlernen? Werden sie dann vielleicht intelligenter, weil man sagt ja irgendwie, Musikerziehung macht irgendwie soziale Kompetenz und solche Sachen. Also der Intelligenzquotient, so wie wir ihn messen, der wird allenfalls ein ganz klein bisschen gesteigert. Aber was sich wahrscheinlich verändert, ist schon die emotionale Wahrnehmung. Kinder, die Musik machen, hören besser in sich rein und haben auch eine feinere Wahrnehmung von Emotionen bei anderen Menschen. Und jetzt kommt das ganz Dicke. Psychologen der Uni Göttingen haben Intelligenzaspekte bei 70 Musikern und 70 Nichtmusikern getestet. Es gab keinerlei Unterschiede. O-Ton der Experten, wir waren selbst überrascht. Ein blaues Meer, ein goldener Himmel auf sie, voll Schatten und dunkel sein,
Musik macht wohl nicht automatisch intelligent. Aber wie Beethoven schon sagte, Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie.